Hallo Leute, es ist Beatboy-Zeit. Ja, wir sind mit Kapitel 4 komplett fertig, mit Hell. Außer das eine Level hier, wo ich vergessen habe, wo es mir gerade einfällt, erstmal die Musikleiser zu machen und nachzuschauen. Aber so wie wir es gemacht haben, war es nochmal richtig. Aber ich komme da irgendwie nicht weit genug hin. Ja. Nee, das war falsch. Nee, ich habe keine Ahnung. Da schaffe ich es nämlich. Ach, wisst ihr was? Wir holen erstmal hier die Bondages und dann notiere ich es mir. 4-11x YouTube. Lösung. Weil normal wie ich es mache, ist richtig. Ich habe keine Ahnung. Ja. Schnappen wir uns mal die Bondages, die übrig sind. Dann haben wir noch 10. Steht auf meiner Liste. Hier soll eine sein. Ja, noch eine Bondage. Und die ist wo? Achso. Ne, dafür brauchen wir Ogmo. Haben wir letztes Mal gesehen. Ah, ja, ja. Da ist ja egal, wie lange wir brauchen. Ah, ja, ja. Ah. Boah, das gibt's doch nicht mit dem... Boah, nö, was mache ich da? Ah, das gibt's doch nicht. Ah, das gibt's doch nicht. Welchen Charakter können wir schaffen? Ich brauche jemanden, der schnell... Commander? Nee. Das muss mit Beatboy zu schaffen sein. Ja. Ich rutsche auch so hoch gleich beim Anfang. Ah. Was war das jetzt? Hä? Kurz nochmal zur Map, weil das Portal erscheint viel zu schnell wieder. Ich weiß echt nicht, was manchmal los ist. Normal hat es mal hat's normale Geschwindigkeit und dann ist es dreimal so schnell. Ja, das ist jetzt wieder Normalgeschwindigkeit. Und zack. Das ist ja einfach. Zack. Und zack. Okay. Wie soll man das schaffen? Der braucht jemanden wie Ogmo. Ja. Nee, dann gehen wir kurz wieder auf die Map. Sacken es hier ein. Und nehmen mal... Den habe ich eigentlich bisher nur einmal benutzt. Nehmen wir den mal. Alien Homoid.
Oh mein Gott, ist der schnell. Schneller als Meat Boy. Ja, und springt auch weiter. Ja, halt. Okay. Oh mein Gott. Ich drücke hier gerade gar nicht Shift. Ich spring einfach ganz normal nur mit ihm. Ich drücke weder Shift noch so. Hoppa. Und wop. Yes. Alter, der ist mir viel zu schnell. Ich hasse diese. Die Bonde ist richtig schwer. Schauen wir mal nach den anderen, weil ich habe schon, glaube ich, eine Woche nicht mehr gespielt, weil ich echt keine Zeit hatte dafür. Entschuldigung. Ah, das ist die. Die ist machbar. Nur da hat mein Finger angefangen, ja mal weh zu tun. Moment bitte. Ich glaube, das hat man gehört, dass ich gehustet habe. Tut mir leid. Tut mir welli solli. Ich muss mich hier echt konzentrieren. Yes. Nein! Scheiße! Ja, da schaffen wir es nicht durch. Bald kommt bei mir ein Special raus. Das sage ich schon mal im Voraus. Und Dead Island verschiebt sich noch, weil bei einem Koop-Partner Computer kaputt gegangen ist. Ja, jetzt müssen wir warten, bis der einen neuen Laptop, besser gesagt, sie einen neuen Laptop hat oder einen neuen PC. Nein! Mist. So special, das sage ich nicht, was das wird oder so. Eigentlich hätte ich ein Special machen können über mein Fußballmanager 2012 Normalprofil. Also nicht, wo ich welches ich Let's Play, sondern wo ich einfach nur aus Spaß normal drauf spiele. Wo meine Mannschaft Wacker Burghausen ist, wo wir im DFB-Pokal gegen Bayern München gespielt haben und gewonnen im Elfmeterschießen. Baneden hat direkt der erste Torschütze verfehlt und das war Mario Gomez direkt ins Lattenkreuz. Oh, das war so beruhigend. Und ich habe auch erst Anfang der Verlängerung, ja, bin ich in die Kreissäge gesprungen. Nein! Ich hab keinen Bock, dass ihr so lange warten müsst. Hey. Es ist schaffbar. Ja, okay. Ich weiß nicht, woran ich jetzt gestorben bin. Ah! Oh, ich habe den Einsatz gerade total verpennt. Boah, Mist, tut mir leid. Ey, eine Minute in der Wand ist mir erst leiden. Es gibt nichts Spannenderes, oder?
Yay! Ich hoffe, jetzt kommt sie. Nein! Jetzt wieder eine halbe Minute, da war es Light Way. Aha. Das sind jetzt bestimmt die besten 2 Minuten eures Lebens. Darauf kann ich wetten. Ich bin mir so sicher, dass das die besten 2 Minuten eures Lebens sind. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ah, da kommt schon die nächste. Yes. Nein! Ey, das war mies! Hopp, hopp. Jetzt konzentriere ich mich. Ich bin müde, hört mal. Es ist das Wochenende, ich bin K.O. Ich nehme die Folge übrigens am 12.11. auf, weil ich gestern den ganzen Tag war beschäftigt mit Skyrim zocken. Ja, ich bin eigentlich kein großer Rollenspielen-Fan, außer es ist sowas wie Fallout, aber da es Bethesda gemacht hat, musste ich einfach Skyrim spielen. Das ist der einzigste Grund für mich. Und wieso sterbe ich da gerade? Weil Bethesda finde ich echt, ist einfach das beste Game-Produktionsstudio mit EA. Ich möchte was trinken, aber ich krieg meine Flasche nicht auf mit einer Hand. Ja, muss ich warten. Oh Mann. Wieso platzieren sich die Bondage an so einem scheiß Platz und besonders noch in so einem scheiß Level? Wir wissen es ja, wie es gemacht werden muss. Nein! Ach, das gibt's doch nicht. Wieso kommt das Teil da sofort? Verstehe ich nicht. Ich fahre mal mit dem Teil mit und wenn ich das Teil sehe, springe ich mal zur Wand erst dann. Mal sehen, ob das vielleicht hilft. Dazu dachte ich mir, hole ich mir einen Co-Moderator oder eine Moderatorin für Super Meat Boy, weil es ist ja wirklich nicht das spannendste Spiel, hat nicht so eine richtige lange Story. Ja, jetzt werde ich davon gefressen. Und dann wäre vielleicht eine Moderationspartner vielleicht sehr gut. Und das könnte man dann immer auch per Skype machen, das würde auch nicht laggen. Ich habe es schon mit einem Freund ausprobiert. Nicht an diesem Spielstand, sondern an einem weit anderen. Ich habe einfach diesen Spielstand gespeichert und dann nochmal kurz von vorne alles gemacht. Und es hat einwandfrei alles funktioniert. Ich bin mir aber nicht sicher, ob da Audacity auch damit spielt. Also, ob Audacity auch nicht zu viel, auch nicht zu hohe CPU-Lastung dann ausnimmt. Und wieso bin ich jetzt gestorben? Seht ihr, das würde ich nicht schaffen. Deswegen versuche ich das gar nicht. Ich muss wieder husten, einen Moment. Ah, ich sagte, hust nicht sterben. Okay, so würde es vielleicht klappen. Nicht so, wieso sterbe ich da? Nee. Und jetzt huste ich mal kurz. Nein. So fertig hustet. Und gestorben als Belohnung. Way! Mein Finger tut schon wieder weh von Shift halten. Oh, ich hasse dieses Level langsam. Nicht weil es schwer ist, sondern weil es auf die Nerven geht. Immer eine halbe Minute immer hin. Links, rechts, links, rechts, links, rechts. Oh, über was kann ich reden? Über was kann ich reden? Über was kann ich reden? Hey! Wieder 30 Sekunden auf links, rechts machen. Wird hier sehr spaßig.
So. Nein! Wieso verschießt es halt so viele Sachen? Ah! Wieder eine halbe Minute. Links, rechts, links, rechts, links, rechts, links, rechts, links, rechts, links, rechts, links, rechts. Und da kann ich ja mal in mein Forum nachschauen. Hey. Und habe ich eine neue Nachricht. Lade doch, Drecks-Handy. Boah, knappe Action. Boah, tot. Das gibt's doch nicht. Und wieder links, rechts, 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 rechts, links, rechts, links, rechts, links, rechts, links, rechts, links, rechts, links, rechts, links. Hey! Yay! Nein! Und ich weiß doch, dass ihr es liebt. Links, rechts, 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 links, rechts. Boah, ich kann schon nicht mehr. Links, rechts, links, rechts. Boah! Ey! Das ist so blöd! Links. Und rechts! Zack! Nein! Ah, ich hatte Angst, dass ich runterfalle, sonst in die Lava. Und es geht weiter mit eurem Lieblingsspiel. Links, rechts, 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 links, rechts. Links, rechts, links. Ich glaube, jetzt versteht jeder, was links und rechts ist. Jetzt kann ich sagen, ich habe einen kulturellen. Ich habe der Menschheit geholfen. Es gibt keine Links-Rechts-Schwäche bei mir. Buah. Scheiße. Und schon wieder. Ja, mal was Neues. An die Decke gesprungen in die Lava. Oh, hey, das haben wir auch schon lange nicht mehr erlebt. Hey, ah, mein Finger tut schon weh. Ja, mein linker Finger. Aua. Links, rechts, links, rechts, links, rechts, links, rechts, links. Ich glaube, die Folge ist was für Leute, die wirklich eine Links-Rechts-Schwäche haben. Hey, und jetzt sind Lava mal Springer wegen dieser Info. Wenn ihr irgendjemand mit einem Links-Rechts-Schwäche habt, schickt ihm mein Video weiter. Ah, jetzt war ich so außer. Blablabla, weil mein Mund zu trocken ist und ich erstmal nicht wusste, was ich jetzt sagen soll. Und. Also, wenn ihr jemanden habt, der eine Links- oder Rechts-Schwäche hat, schickt ihm dieses Video und dann wird er sehen, dass das links, das rechts. Und dann links, rechts, links, rechts, links, rechts, links, rechts, links, rechts. Und dann wird es werden. Hey! Ich glaube, das wird die Leute nur verblöden, aber tun es nicht alle Sachen, die ich mache. Hey! Und da bin ich auch noch nicht reingesprungen. Links, rechts. Okay, und yes. Boah, war das knapp. Nein. Boah, ich glaube, ich tue es euch nicht mehr ein, Leute. Das mache ich jetzt offscreen. Muss ich mir schreiben.
Weil ich glaube, ihr habt echt keinen Bock mehr, links, rechts anzuhören. Weil ich weiß echt nicht, was ich dazu sagen soll. Holen wir uns eben die